Moin Leute, hier zurück bei FC 25 mit kleinen Prognosen Spiel hier. SV Werder Bremen gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ist Spieltag 8. Gespielt wird um 18:30 am 26.10.2024. Werder hat schön das Spiel vorher in Wolfsburg 4-2 gewonnen. Wolfsburg hat eine rote Karte gekriegt. Und danach ging es richtig bergab für Wolfsburg nach der roten Karte. Und jetzt hier zu Hause gegen Leverkusen. Gesagt, Werder hat immer noch was gut zu machen für die Werderaner. Die haben immer noch zu Hause kein einziges Tor geschossen. Muss man dazu sagen, das ist richtig übel eigentlich, wenn man so will. Und das geht so nicht. Und dementsprechend hoffe ich, dass es ein sehr torreiches Spiel wird und ein gutes Spiel wird. Und wer da hier ordentlich Tore schießt. Ja, genau so. Genau so. Genau so wollen wir das haben und nicht anders. Da freuen wir uns erstmal eine Runde. Super Sache. Sehr schönes Tor, geiles Tor, läuft. Ja, Leverkusen hat das Bundesliga-Spiel zu Hause gegen Frankfurt 2-1 gewonnen. Also die haben auch noch Punkte gesammelt, sind aktuell auf dem 4. Platz mit 14 Punkten, glaube ich. Und Werder ist auf dem 8. Platz mit 11 Punkten. Also am 8. Spieltag sind die Mannschaften alle dicht auf dicht. Somit ist noch alles drin, auch für Werder. Somit hoffen wir einfach mal darauf, dass hier Werder ein gutes Spiel abliefert und dann auch 3 Punkte zu Hause behält. Beziehungsweise mindestens unentschieden. Alles andere lasse ich nicht gelten, das geht nicht. Ja, das geht überhaupt nicht. Der spielt aus jetzt aktuell immer besser als zu Hause und das geht nicht. Das funktioniert nicht, das macht keinen Spaß. Das muss anders werden. Wie gesagt, noch ist kein einziges Tor gefallen zu Hause und das ist schon richtig peinlich. Aber hier fallen die Tore bei mir immer und oft. Genau so wollen wir es haben, ne? Genau so. Stage hier. Dazu muss man natürlich sagen, Leverkusen hat dann in der Champions League leider verloren. Ich weiß gar nicht, wie hoch, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Doch, 1-0 verloren, aber gegen welche Mannschaft weiß ich nicht, das würde ich sagen. International war es für die deutschen Mannschaften gerade nicht so gut in der Champions League und Euroleague. Nur Stuttgart hat gewonnen, dann gab es Unentschieden, glaube ich, für, weiß ich gar nicht genau. Also es gab mehr Niederlagen für deutsche Mannschaften als umgekehrt. Und man darf nicht vergessen, das 5-2 in Madrid, also Real Madrid gegen Dortmund war richtig übel, kann man nicht anders sagen, das war richtig übel. Also wir haben erst 2-0 geführt Dortmund, da dachte man so, ja gut, alles ist durch. Ja nee, ist nicht durch, die Madrider haben richtig Gas gegeben und haben dann Dortmund an die Wand gespielt und noch 5-2 gewonnen. Und das muss man sich mal reinziehen. Boah, das tut mir richtig weh, das muss man richtig sagen. Dann hat FC Bayern München in Barcelona auch irgendwie 5-1 verloren. Auf jeden Fall verloren und das ist auch richtig übel. Also die spanischen Mannschaften haben uns richtig fertig gemacht. Schade. Und das ist richtig krass. Es ist ja auch für die Länderbewertung nicht gut. Wie gesagt, umso mehr deutsche Mannschaften international gewinnen in den Ligen, umso mehr Plätze kriegen wir nachher für die Champions League und für Euroleague. Dementsprechend müssen wir halt zusehen, dass wir da oben bleiben. Sonst haben wir die A-Karte und somit haben wir dann unsere Plätze nicht mehr da. Das wäre nicht gut, auch finanziell nicht, auch nicht für die Bundesliga. Allgemein nicht gut. Somit international immer für deutsche Mannschaften definitiv. Ja, verletzungsbedingt bei Werder fällt sehr viel aus. Ich muss gleich nochmal in mein Handy gucken, welche Leute da ausfallen. Das sind ziemlich viele, die gerade aktuell verletzt sind. Also richtig viel, nicht wenig. Und fast die ganze Mannschaft ist hier verletzt bei Werder. Bei Leverkusen ist nur einer verletzt, das ist Boniface. Ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, keine Ahnung. Der hat, glaube ich, einen Autounfall gehabt, der ist verletzt. Aber den geht es soweit einigermaßen gut. Der hat nur stark die Hand verletzt und der Rest geht so. Aber wie gesagt, bei Werder sind richtig viele Verletzte und das ist richtig krass. Also die Stammspieler sind zwar alle da soweit, ja, aber Werder oder Werner Ole hier kann halt nicht so auswechseln, wie er gerne hätte, wie er gerne möchte. Das ist nicht drin. Da fehlen ja halt die Werder-Spieler. Das ist richtig übel und ist auch nicht gut für Werder. Definitiv nicht. Aber sonst, fußballerisch läuft es eigentlich ganz gut für Werder, sag ich mal, für diese Mannschaft, für diese Aufstellung auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Also mit 11 Punkten nach 7 Spielen ist es schon ganz okay. Das Spiel wird natürlich hakelig, weil natürlich der deutsche Meister zu Gast ist hier im Weserstadion. Und das wird natürlich richtig krass. Und das wird eine ganze Zeit ein Angerenne, wahrscheinlich auf das Werder-Tor. Und das muss auf jeden Fall unterbunden werden, wie das dann geschieht und wie es aussehen mag. Das werden wir dann alles dann um 18:30 sehen. Übertragen wird das Spiel, glaube ich, auf Sky, glaube ich, so wie ich weiß. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass Sky aktuell den Kürzeren gezogen hat, was die Bundesliga-Lizenzen angeht für die Spielübertragung. Da hat, glaube ich, die Saison, glaube ich, jetzt irgendwie zugeschlagen und hat jetzt irgendwie nach Gerichtsurteilen und so irgendwie den Zuschuss gekriegt. Boah,
Aber wie das jetzt abläuft und so, keine Ahnung. Das wird zeigen, wer wie was überträgt und so. Mal gucken. Bin ich sehr mal gespannt. Das muss ich mein Sky-Abo nämlich vielleicht dann doch mal kündigen. Na, noch habe ich eins. Mal gucken, wie lange. Boah, krass, Alter. Wie gesagt, Leverkusen macht hier ordentlich Gas, ja. Gibt Gas. Wie gesagt, man darf nicht vergessen. Die KI ist hier auf, richtig, Profi gestellt. Und das merkt man dann doch ganz gut hier. Das ist schon ganz schön krass, was hier Leverkusen abliefert. Als KI sozusagen, das ist schon nicht schlecht. So, ich kann aber auch spielen, wie man sieht. Ah, aber ich treffe manchmal nicht. Oh, kacke. Kacke. Schade. Mist. So, ich will auf jeden Fall probieren, das die Führung in die Halbzeit zu tragen. Das wäre auf jeden Fall super, weil die zweite Halbzeit spiele ich meistens immer eher schlecht und dementsprechend ist es eher ein bisschen hakelig dann für mich. So. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Och nee, hat er den Fußzwischen gehabt, ne? Hat er den Fußzwischen gehabt? Das geht ja gar nicht. Und sonst bei Werder, ja, keine Ahnung, es ist alles so standardmäßig okay, würde ich mal sagen, bei Werder. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, was jetzt irgendwie die Mannschaft irgendwie extrem irgendwie zurückwirft oder so. Also sportlich ist glaube ich okay. Aber wie gesagt, das Einzige, was halt richtig reinhaut hier bei Werder, sind die ganzen Verletzten. Ne? Das geht gar nicht. Also das sind echt, ich glaube, 9 Spieler oder so und das ist schon nicht gerade wenig. So, gehen wir nach vorne hier. Boah, schießen noch das Tor fast, ey. Verdammt! Schön gespielt hier, sehr schön freigespielt. Eine gute runde Sache war das. Oh, da ist das Ding drin. Genau so will ich das sehen, Leute. Genau so. Genau so. Miau, miau. Genau. So sieht's aus. Duck schießt das Tor. So, ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich heute noch Post. Na, könnte mal knapp werden. Naja. Vielleicht muss ich da mal kurz hier unterbrechen. So. Da ist das Ding, meine Damen und Herren, 3-0 vor der Halbzeit. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Ist auch okay so. So, jetzt noch kurz die Halbzeit abwarten hier. Noch kurz hier ein bisschen rumtändeln hier. Ein bisschen den Ball noch in der Mitte halten. Kein Tor mehr reinkriegen, das ist auch wichtig. Und dann haben wir noch die zweite Halbzeit, die wird noch ein bisschen kritischer. Weil dann wird Leverkusen definitiv umstellen. Aber wie gesagt, Werder spielt hier echt gut. Kann man nicht anders sagen. Gut, ich spiele Werder. Aber prinzipiell, ja. Mal gucken, wenn das wirklich so laufen sollte in dem Weserstadion. Um 18:30 wäre es richtig geil, ne? Richtig geil. Oh, das war ein Schlappi. Das war ein schlapper Schuss, du. Das geht ja gar nicht, du. Ja, wie gesagt, zudem ist noch ein, warte mal. Ist die Halbzeit jetzt? Ja, warte. Dann kann ich gleich mal kurz eben vorlesen, was die Sache ist bei Werder mit den Verletzungen. So, gut, dann lese ich das mal eben schnell vor. Was Verletzungen angeht, also bei Werder, Moment, ich muss kurz switchen, ist verletzt. Demann ist verletzt, Jung ist verletzt, Stage ist verletzt, Jinma ist verletzt, Grühl ist verletzt, Alvero ist verletzt, Velkovic verletzt und Stark ist verletzt. Ja, geht gar nicht, sagen wir es mal so. Wir machen jetzt auch direkt weiter, weil wie gesagt, ich erwarte gleich noch Post. Deswegen müssen wir mich ein bisschen beeilen hier. So. Ja, und zudem ist noch Bremer Freimarkt, das ist das letzte Wochenende oder das erste Wochenende, weiß ich gar nicht. Ich könnte auch. Ich weiß nicht, läuft das noch eine Woche? Naja, also für Werderaner wäre es natürlich richtig geil, wenn Werder hier wirklich im Stadion so, oh ja, warte, abseits, ach Mist. Schön, wenn Weserstadion jetzt hier gewinnen sollte gegen Leverkusen, dann geht auf jeden Fall die Post ab auf den Freimarkt. Und wenn die halt unentschieden spielen auch, wenn die verlieren, vielleicht nicht so, aber prinzipiell gibt es auf jeden Fall einen Ort, wo man halt nachfeiern kann. Und den Sieg feiern kann oder einen Unentschieden feiern kann. Vielleicht auch die Niederlage, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kann man hier, oh Mist, schön noch zum Freimarkt. Schön noch Backfisch futtern oder so, ne, und ein paar Wasser heben, dann natürlich nichts anderes und dann läuft das auch. So sieht es nämlich aus. So, ja, wieder vertändelt habe ich da wieder. Ich sage ja, die zweite Halbzeit wird immer hakeliger bei mir. Das ist so. Da muss ich echt gucken, was ich mache. Aber wie gesagt, Leverkusen drückt immer noch. Die wollen immer noch Tore schießen, sollen das mal lassen. Wäre ganz cool. Aber wie gesagt, noch kriege ich hier einigermaßen hin. Gegen die KI zu spielen. KI, wie gesagt, ist auf Profi gestellt. So, laufen wir mal schneller hier. So, laufen, laufen, laufen. Ja, und dann abgefrühstückt, abgelaufen. So genau soll es nicht sein. Naja, egal. Noch können wir das 3-0 halten, aber ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube, das wird noch kritisch hier. Das wird noch kritisch. Ah ja, schön abgeluchst, das Ding.
Ja, aber Abwehrverhalten war bei mir bis jetzt immer richtig schwierig, aber bei FC 25 fühlt es auf jeden Fall viel, viel besser an. Das mit dem Abwehrverhalten läuft ein bisschen besser, würde ich mal sagen. Aber das war schon ab und zu richtig anstrengend bei anderen Titeln, das mit dem Abwehrverhalten. Oh, da ist alles frei. Oh, wie schön, du. Diese Pfeil ist freigelaufen. Also Leverkusen macht der komplett auf hin. Ja, kann man ja nicht anders sagen. Das ist eine schöne Sache. So rundes Ding geht ins Netz und da freuen wir uns alle. So wie das in die Üs. So, jetzt aber schneller hier. Zack, zack. 4-0, meine Damen und Herren. Da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. So können wir es lassen. So, mal wieder nach vorne hier. Ja, 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 ja. Also im Ball treten hier. Ist noch irgendjemand, der sich freispielt? Nee, freiläuft meine ich. Ja, Mist. Das war jetzt nichts. So ein Mist, 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 Mist. So. Aber wer da wirklich so gut spielt, ist eine andere Frage. Ne? Das ist, ich muss dazu sagen, das vorige Match habe ich hier verloren, 5-3. Das habe ich jetzt mal neu aufgenommen, das ging ich gar nicht. Gut, da habe ich mich auch extrem aufgeregt, wie gesagt, FC 25 oder die alten FIFA-Teile gehören zu den Titeln, wo ich mich mit am meisten aufrege. Meistens aber eher, wenn ich gegen menschliche Gegner spiele und nicht gegen die KI. Aber da habe ich mich dann doch richtig aufgeregt, als ich das vorige Spiel verloren habe. Dementsprechend habe ich natürlich auch rumgehatet. Und dann kann man natürlich die Aufnahme nicht verwenden. Das weiß man natürlich dann, ne? Das geht natürlich dann nicht. So, können wir nochmal freilaufen hier? Ne, will keiner. Okay, dann spiele ich nochmal hier wieder hin. Kann er nochmal eine Runde laufen und dann noch einen Lauf spielen, ne? Und hier zurück und dann hier nochmal und da und dann nochmal schießen. Ja. Oder Ping-Pong, können wir auch machen. Oh shit, das war ja ein richtig, richtiger luschiger Pass. Unnötiger Ballverlust hier von Werder. Ja, warum der so doof gespielt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir holen uns den Ball vielleicht wieder. Oder auch nicht, was abseits? Nee, nicht. Das war jetzt aber aus, ne? Ja, gut, sehr schön. So können wir es stehen lassen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt in einer Transferperiode, oh, im Winter, da, oh, irgendwie nochmal jemand verpflichtet, wäre ganz cool. Und ja, ich weiß gar nicht, das ist eben gerade ungeklingelt. Kleinen Moment. Ich glaube, es ist ja ungeklingelt. Kleinen Moment. Sorry, Fehlalarm. Das gehört leider mal eben dazu. Das ist halt, wenn man hier unter Stress zockt. Ja. Achso, was noch neu ist, ist übrigens, ich habe gelesen, dass Mitchell Weiser eventuell für die algerische Nationalmannschaft auflaufen wird. Der hat sich da beworben für die Nationalmannschaft, für die algerische. Er darf da auch spielen, weil eine Oma von ihm aus Algerien stammt. Und dementsprechend darf er auch noch für die Nationalmannschaft von Algerien spielen. Das wäre natürlich lustig. Hat mich ein bisschen gewundert, aber gute Sache. Nationalspieler kann Werder immer gebrauchen. Und somit mal gucken. Oh, das war jetzt nicht so gut. Nein. Ungehakel hier. So. Jetzt noch ein bisschen Konzentration. Und vielleicht aus der Atem musst du erstmal die Treppen laufen, ey. Ja. So, Mittelfeldgeplänkel. Ah, Mist, ist schon einer. Zu Null spielen wäre natürlich cool. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Alter, ich spiele auch echt ganz gut gerade. Wie gesagt, obwohl ich übermüdet bin, aber. Ja, läuft ganz gut. Kann man ja nicht sagen. So. Leverkusen gar nicht erst vors Tor lassen, weil, wie gesagt, die Stürmer von Leverkusen haben immer einen guten Wumms und die treffen auch ziemlich oft. Das wollen wir natürlich nicht. So, aber ja, ich probiere mal ein bisschen hier den Ball ein bisschen zu halten. Da habe ich ein bisschen mehr von. Vielleicht können wir mal loslaufen hier. Ah, komm schon. Das war frei. Alter, was ein geiles Tor, oder? Ey, geiles Tor. Kann man ja nicht sagen. Wunderschön. Wunderschön. 5-0. Du kannst bleiben. Ja, wie gesagt, in
Wolfsburg haben auch Duxch und Weiser das Spiel nachher bestimmt, nachdem Wolfsburg die rote Karte gekriegt hat. Das war schon ziemlich cool, das Spiel. Ich habe nur noch den Zusammenschnitt gesehen, weil die meisten Leute haben natürlich beim 2-0 von Wolfsburg aufgemacht. Aber da ging es dann noch richtig ab, wie gesagt. Das war auch ein halbes Werder-Wunder. Aber wie gesagt, die haben auch wirklich in sich zusammengerissen und haben dann halt, wie gesagt, Wolfsburg so unter Druck gesetzt, dass sie gar nichts mehr machen konnten. Die wussten hinten vorne ja, was los ist. Das war sehr geil. Oh oh. Nein. Boah. Also Leverkusen hat ja auch ihre Chancen, aber Zetterer hält sowas von gut. Wie gesagt, immer noch eine Empfehlung für den deutschen Nationalmannschaft als Torwart. So, Abpfiff, meine Damen und Herren, 5-0 für Werder. Ich hoffe auf mindestens unentschieden um 18:30 am 26.10.2024, 8. Spieltag. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören, auch wenn ich kurz unterbrechen musste. Dafür sorry, auch wenn es dann kurz laut wurde wegen dem Mikro. So kann es gehen, so kann es sein. Und wir hoffen mal, dass Werder nicht verliert zu Hause. Wie gesagt, Werder hat bis jetzt noch kein einziges Tor zu Hause geschossen. Wir hoffen, das kommt dann aber so. So, reingehauen und tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei FC25. Tschüss!